Hallo und herzlich willkommen zum Sonic Seducer Interview Mera Luna 2023. Bei mir die lebende Legende Joachim Witt. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Wie geht's dir? Ja, ganz gut so. Ne? Lange Anreise. Wir waren ja gestern auf Burg Frankenstein, vorgestern. Und das war natürlich auch sehr schön, aber lange Fahrt halt, ne? Ja. Wie immer. Und nee, mir geht's ganz gut. Burg Frankenstein hatte ich auch übrigens hier aufgeschrieben bei den Fragen. Meine alte Heimat Hessen, bei Darmstadt. Bei Darmstadt. Ja, genau. Und wie hat es dir denn gefallen, so in diesem Originalburg? War wunderbar, weil es so ein Wahnsinnsausblick. Ja, absolut. Von dort über die ganze Stadt bis zum Flughafen hin und so. Und dann war halt die Stimmung, noch die Abendstimmung. Und dann war so rotes Licht übers Dach so eingestreut, weißt du, über die Bäume und so. Und dann diese Wald. Ja. Krass. Großartig. Ja, toll war das. Ja. Ist tatsächlich die Originalburg Frankenstein. Ne? War aber von Mary Shelley tatsächlich, die war, glaube ich, nie da gewesen, so wie ich das mitgekriegt habe. So mit meinem Geschichtswissen jetzt reicht. Deswegen ja. Aber super Aussicht. Vor allem die Sonnenterrasse hast du über das Ganze da reingelegt. Ja. Ja, sehr schön. Dein neues Album, Der Fels in der Brandung, am 15.09. erscheint das. Ja. Genau. Die erste Single, Schwör mir. Ich habe mir die angehört und ich muss sagen, sie ist ein bisschen elektronischer, ein bisschen sanfter und also bis zu dem, im Gegensatz zu den vorigen Alben, ich würde sogar sagen, ein bisschen romantischer. Erwartet uns das auch auf dem neuen Album? Im Schnitt schon, ja. Es ist eine völlig andere Instrumentierung. Es ist nicht so gitarrenlastig, etwas elektronischer, wie du schon sagst. Und die Stimmungen sind allerdings auch natürlich so, wie ich mit Stimmungen umgehe, wie man es von mir kennt. Und, aber wir haben eine ganz schöne Vielfalt so an Titeln, die natürlich, weil es ein Konzeptalbum ist, auch ähnlichen Sound haben alle, aber die Titel sind sehr unterschiedlich. Also sind auch mehr Abtempo-Nummern noch drauf, würde ich sagen, als gewöhnlich bei mir und so. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Alles, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Das ist ja immer eine Geschmacksfrage. Und, aber ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, also mehr als zufrieden und so, weil auch ein neues Produzententeam ist am Start. Und, ja, anderer Sound. Ja. Neues Glück. Und vor allen Dingen muss ich sagen, deine Stimme kommt wunderbar raus. Mit dem neuen Song. Ja, das ist ja natürlich, der lenkt nicht so viel ab, weißt du? Ja. Du kannst die Stimme durchsichtiger gestalten, weil wenn du so einen Berg Sound und Gitarren hast, dann ist das sehr schwierig, die Stimme noch so zu haben. Das haben wir da ganz gut hingekriegt, obwohl ich auch bei den Rübezahl-Alben total zufrieden war mit den. Ich fand's toll, auch wie Chris das gemacht hat. Und dieser neue Sound erfordert dann wiederum andere Zugriffe. Ne? So. Und ich glaube auch, dass das sehr gut gelöst ist. Es ist sehr plastisch, die Stimme ist sehr weit vorne. So. Ja. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Mir gefällt der Song sehr gut. Im September gehst du auf Clubtour. Ja. Präsentierst du da Hauptaugenmerk auf das neue Album oder ist das durch die ganze Geschichte nochmal? Nein, die Clubtour ist ja ganz bewusst auch ein bisschen klein und übersichtlich gehalten und es sind ja auch nur 4 Termine und wir wollen einfach mal sehen, wie das neue Album beim Publikum ankommt und ja, und dann entscheiden wir weiter, was wir machen. Aber grundsätzlich ist ja das Programm eines Albums, das ist ja nicht länger als 12 Titel. Ja. So, und insofern, aber ich spiele ja länger und insofern sind auch, streue ich auch noch Titel aus meiner Laufbahn ein, andere, die ich finde, dass man da auch noch zusätzlich ein bisschen abfeiern kann. Morgen spielt ja der Peter Heppner. Ja. Gibt es die Möglichkeit auf das bekannte Duett von euch? Lass dich überraschen. Okay. Das wollte ich unbedingt wissen. Und ich habe mit der Antwort gerechnet, aber wir gehen schnell zur nächsten Frage. Wie siehst du denn die Entwicklung der Musik in den letzten 20 Jahren, gerade im Zeitalter von Streaming und Social Media im Allgemeinen? Ja, also es ist so, dass ich kümmere mich ja meistens eher so um meine Sachen. Und insofern ist die Entwicklung
ist nicht so drastisch gewesen. Also jetzt die musikalische Entwicklung so, ne? Was mich daran nur ein bisschen stört, so grundsätzlich, ist, dass dieser Genre-Purismus, ja, weißt du, dass auch Leute nichts anderes zulassen dann als ja, das. Nur das. Ich muss nur Gitarren hören. Ich muss dies. Das ja, muss schwarzer Dunkelheit sein. Mhm, und so. Und das sind, dann ist es immer, ist natürlich eine Geschmacksfrage, aber ich habe im Laufe meiner Karriere immer alles ausprobiert. Ich bin auch ganz offen irgendwie mit anderen Musikrichtungen. Mhm. Was interessiert mich nicht? Mich interessiert, ist der Titel gut? Kommt dabei mir was an? Bewegt da was bei mir? Aber ich achte nicht auf das Drumherum. Mhm. Ich achte auch nicht auf den Sound in dem Sinne, sondern ich achte nur auf das, was bei mir ankommt, was sich emotional bei mir verfängt. Ja. Wenn sich nichts verfängt, ist es halt nicht mein Geschmack. Und es kann klingen, wie es will. Ob ja, da Gitarren drin sind oder nur elektronisch oder Techno oder keine Ahnung was. Es spielt dann keine Rolle. Ja. Was hörst du privat gerade? Was ist in deiner Playlist? Ja, meistens höre ich Chet Baker. Mhm. Setze ich mich in eine dunkle Ecke. Ich mache das Licht aus. Mhm. So setze ich mich hin. Und Chet Baker mit Streichern. Sehr schön. 23 Uhr, ich gucke aus den Fenstern und lasse die Gedanken schweifen. Und er hat so eine Emotionalität, eine spezielle Emotionalität. Chet Baker spricht nicht, hat mich immer schon angesprochen. Und ich habe, glaube ich, jede CD von ihm. Inspiriert dich das auch für eigene Musik, neue Musik? Für nee, eigentlich nicht. Okay. Er trifft bei mir oft eine sehr ähnliche Stimmung, mhm, vielleicht, die er vielleicht auch hatte oder so. Und das ist das, was mich daran fasziniert. Aber die Titel, die dann entstehen, nicht aus dem Hören von mhm, Chet Baker. Mhm. Das ist auch eine völlig andere Musikrichtung, das ja, ist Jazz. Ja. Und ja, aber das ist schon, deshalb, also ich hole weit aus. Mhm. Ich hole immer weit aus. Es kann durchaus sein, dass mir auch eine typische Pop-Chart-Nummer super gefällt. Ich höre auch gerne so die alten amerikanischen Klassiker. Mhm. Obwohl ich nicht so der Amerika-Musikhörer bin, überhaupt in so Rockbands und so nicht mhm, so. Aber Dean Martin oder Frank Sinatra mhm, und so diese ganzen Kollegen mhm, von früher, oh, das finde ich schon cool. Das musste ich in der Gesangsausbildung, Frank Sinatra, ja, habe ich gesungen, ja. Und da musste ich erstmal so, ne, so ganz frisch, auf der Gesangsschule musste ich dann erstmal so, ne, dieses Laid-Back-Tempo, so den Vibe musste ich erstmal ja, entdecken, ne. Ich ja, musste mich da erstmal reinversetzen. So lernt man sich auch in Songs, in Künstler, als auch, ne, in ja, Werke reinzuversetzen. Ja. Ja, ja, aber hat man so eine Stimme. Ja, ja, unfassbar. Und hat man so eine ja, Stimme unfassbar, und so. Also ich könnte die Sachen gar nicht singen. Ja, ja, es ist auf keinen super, Fall. Es ist super schwierig, weil er hat den Mund aufgemacht und es Sound. Und ja, unfassbar. Ja. Irre. Ja. Also ich sehe mich auch überhaupt nicht als Sänger so in dem Sinne. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich sehe mich als Interpret. Hm. Und ich interpretiere das, was ich an Texten geschrieben habe und interpretiere, suche. Natürlich ist es so, dass ich mir eine Melodie ausdenke und, mhm, und so weiter und so weiter. Aber das ist eine Hilfe für mich. Mhm. Aber ich bin kein toller Sänger oder so. Das finde ich überhaupt nicht. Also ich versuche das Beste draus zu machen. Siehst du, wenn du alte Songs wiederhörst oder eine Setlist aufnimmst und ihr euch vorbereitet für eine Tour, siehst du teilweise, kramst du dann ein bisschen tiefer und guckst du dann immer beziehungsweise, wie siehst du die Songs? Hast du immer noch genau die gleiche Stimmung, als du den geschrieben hast, als du den Text, wie du den gelebt hast? Oder schaust du da heute anders drauf, mit ein bisschen mehr Abstand? Oder kannst du die nee, ich Stimmung... Nee, ich habe sofort bei bestimmten Nummern, mhm, wenn ich die auch spiele auf der Bühne, ich habe sofort dieses Gefühl von damals. Mhm. Auch dieses Gefühl, aus dem heraus ich diesen Titel komponiert habe, das habe ich sofort dann auf der Bühne. Das ist manchmal so ein... sehnsüchtiger Schmerz, der dann durch den Körper geht. Ich muss manchmal auch, stehen mir die Tränen in den Augen mhm, und so, weil es mich so anrührt, dann nochmal auf dieselbe Art und Weise und so. Mhm. Doch, ja, doch. Das ist, ja, das kenne ich auch. Sehr gut.
Dann kommen wir zu den Sonic Seducer Punch-Round-Fragen. Das heißt, ich stelle dir drei Fragen, drei Entweder-Oder-Fragen. Vinyl, Kassette oder MP3? Vinyl. Mhm. Festival oder Clubshow? Ich finde alles geil, aber ich würde die Clubshow wahrscheinlich vorziehen. Mhm. Das ist wahrscheinlich noch familiärer, ne? Und, Naja, um ein Festival ist es was anderes. Mhm. Weißt du, da gehst du auf die Bühne und die Hälfte der Leute will ich vielleicht gar nicht sehen. Mhm. Und wenn ich im Club bin, dann sind die Leute direkt auch wegen mir da. Ja. Das ist natürlich von vornherein gleich eine andere Stimmung. Ja. Na? Ja. Ja. Letzte Frage und letzte Punch-Round-Frage. NDH oder NDB? Keins von beiden. Okay. Ich finde es peinlich, diese Begriffe. Ja, deswegen, das wollte ich nur mal kurz nochmal fragen. Das war so ein bisschen nochmal die letzte Frage. Aber ich danke dir vielmals für das Interview. Danke auch. Und Sonic Seducer 2023, Mera Luna, Joachim Witt. Vielen, vielen Dank.